Moin Leute, ich möchte euch heute einen Akkutyp vorstellen, der in meinen Augen absolut unterschätzt wird. Dieser Akku ist 100% sicher, selbst bei Durchschuss oder Durchbohren passiert tatsächlich nichts. Er hat eine unfassbare Zyklenfestigkeit, also er hält wirklich ewig, er kann unglaublich viel Power liefern und man kann damit ein E-Auto in 6 Minuten auf 80% laden und das auch bei sehr tiefen Temperaturen. Ja, soweit mir bekannt, kann das kein anderer Akkutyp und das Allerbeste, dieses Ding kann man tatsächlich schon kaufen. Und um euch die Sicherheit zu demonstrieren, werde ich heute einen solchen Akku vollgeladen vor euren Augen mit der Bohrmaschine durchbohren und ihr werdet sehen, was passiert. Also los geht's! Ich spreche heute vom Lithium-Titanat-Akku. Das ist in meinen Augen ein Hightech-Akku, welcher im Jahre 2009 erfunden wurde von Altair Nano Incorporated und auch patentiert wurde von denen. Und ich will euch heute zeigen, was das Ding kann. Und zwar am Beispiel Schnellladen und was Schnellladen für einen Akku überhaupt bedeutet. Und warum das Teil mit diesen erstaunlichen Eigenschaften nicht eigentlich der absolute Superstar unter allen Akkus ist. Und ob die Wissenschaft diesen Hightech-Akku auch noch weiterentwickelt. Also es wird ein sauspannendes Thema heute. Fangen wir erstmal an, und zwar, wie funktioniert der Akku? Also der Akku besteht wie fast jeder Akku aus einer negativen Elektrode, einer positiven Elektrode, einem Elektrolyten, der dazwischen liegt, und einem Separator, der die beiden voneinander trennt. Ja, aber leicht durchlässig ist. Das ist in der Regel halt so eine Kunststofffolie, die irgendwie so mehr oder weniger durchlässig ist. Bei normalen Lithium-Akkus besteht die positive Elektrode aus verschiedenen Lithium-Verbindungen. Zum Beispiel Lithium, Nickel, Mangan, Kobalt oder Lithium-Eisenphosphat. Und das bestimmt in der Regel die wesentlichen Eigenschaften des Akkus, zum Beispiel wie viel Kapazität er hat oder wie lange er hält. Und die negative Elektrode hingegen besteht fast immer aus Graphit. Also das ist praktisch immer der Fall bei den meisten Akkus, die ihr so kennt. Die positive Elektrode ist also hauptsächlicher Gegenstand aktueller Forschungen. Bei dem Lithium-Titanat-Akku ist das Besondere, dass nicht die positive Elektrode verändert wurde, sondern die negative. Das ist relativ ungewöhnlich. Diese besteht statt wie üblich aus Graphit, aus einem Lithium-Titanat-Spinell. Das ist ein Pulver mit einer unfassbar hohen Oberfläche von 100 Quadratmeter pro Gramm im Vergleich zu 3 Quadratmeter pro Gramm für Graphit. Ihr seht hier im Bild die Unterschiede der Flächen und diese große Fläche macht es den Elektroden einfacher, ein- und auszutreten und damit erreicht der Akku eine enorme Leistungsfähigkeit. Die positive Elektrode besteht beim Lithium-Titanat-Akku oft aus Lithium, Nickel, Mangan, Kobaltoxid, also genau wie bei den meisten handelsüblichen Akkus halt auch. Die große Sicherheit des Akkus kommt daher, da Lithium-Titanat von Natur aus nicht mit den Oxiden reagieren kann und daher kein Thermal Runaway möglich ist. Also einfach gesagt, der Akku kann praktisch nicht brennen, egal was ich damit mache, und das werde ich euch auch gleich zeigen. Schnellladefähigkeit. Schnellladen ist im Moment einer der absolut wichtigsten Eigenschaften, die so ein Akku haben sollte. Ja? Das hat einfach den Grund, die Leute möchten nicht lange warten, bis ihr E-Auto geladen ist, da wir ja eigentlich Benziner und so weiter gewöhnt sind und da dauert das Tanken halt einfach nur Sekunden bis Minuten. Aber was bedeutet das überhaupt? Ich blende euch jetzt hier oben eine Grafik ein, bei der ihr sehen könnt, wie lange es dauert, wenn ich bei 1C, bei 2C, bei 3C den Akku quasi laden kann und wie lange ich dann benötige, um diesen voll zu laden. Also genau das ist es ja, was wir haben wollen. Ich sag mal, in der Regel wollen wir wahrscheinlich so ungefähr auf 10 bis 5 Minuten runter beim Laden. Ich denke, das ist für die meisten Menschen akzeptabel. Was bedeutet 1C? 1C bedeutet einfach immer die Kapazität, die er hat, zum Beispiel hier 40 Amperestunden in Ampere. Das heißt, hier könnte ich mit 1C würde bedeuten, bei diesem Akku würde ich ihn mit 1 Ampere laden. Warum macht man das so? Weil die Ladefähigkeit quasi auch immer mit der Kapazität zusammenhängt. Also je größer ein Akku ist, desto stärker kann ich ihn auch laden, aber desto länger brauche ich halt. Und 1C bedeutet quasi, dass ich, wenn ich den Akku mit 40 Ampere, diesen zum Beispiel, lade, brauche ich genau eine Stunde, um ihn vollzuladen. Also deswegen nimmt man diese Einheit. Und ihr könnt halt hier oben sehen, wir müssten ungefähr bei 6 bis 8C landen, damit wir halt auf irgendwie eine relativ angenehme Ladezeit kommen. Neben diesen Dingen sind ebenfalls extrem wichtig und das sind Dinge, bei denen die meisten Akkus, die wir momentan haben, eigentlich nicht so gut performen. Das sind zum Beispiel, dass die Akkus auch bei niedrigen Temperaturen funktionieren müssen. Und das ist natürlich eine wahnsinnig wichtige Eigenschaft für zum Beispiel E-Autos, da die ja unter Umständen und je nach Land natürlich auch sehr tiefen Temperaturen ausgesetzt sind. Hier versagen fast alle Lithium-Akkus gleichermaßen. Die meisten haben bei Temperaturen um die 0 Grad schon massive Probleme und müssen unter Umständen sogar geheizt werden, was natürlich wieder Energie kostet und damit auch Reichweite.
Lithium-Titanat-Akku tatsächlich nicht, da er bis fast minus 40 Grad sicher betrieben werden kann. Aufgrund dieser enormen Vorteile hat Mitsubishi den Akku auch bereits 2011 in der japanischen Version des iMiV eingesetzt, mit enormen Vorteilen bei der Haltbarkeit und bei der Ladegeschwindigkeit. Warum sich das nicht durchgesetzt hat, werde ich euch auch gleich noch erzählen. Kommen wir nur zur Haltbarkeit. Der Akku ist praktisch ewig haltbar. Ja? Die Zyklenfestigkeit, die angibt, wie oft man so einen Akku auf- und entladen kann, bis er nur noch 80% Kapazität erreicht hat, ist unfassbar hoch bei diesem Akku. Der Akku kann natürlich auch nach Erreichen von 80% weiterverwendet werden. Man macht die 80% einfach nur, da damit ein Vergleich zu anderen Akkus überhaupt erst möglich ist. Also man muss einfach irgendeinen Grenzwert nehmen, damit das machbar ist. Und das sind halt in diesem Fall die 80%. Das ist ein üblicher Wert. Hier seht ihr jetzt den Vergleich zu anderen Akkus und ich habe hier wirklich die allerneuesten Akkus, die es momentan überhaupt gibt, eingezeichnet. Teilweise sind die sogar noch in der Forschung, also ist jetzt hier wirklich das Allerbeste vom Besten, was ihr da seht. Und ihr seht diesen riesigen blauen Balken und das ist der Lithium-Titanat-Akku. Ist krass, oder? Also ist richtig, richtig heftig, wie viel besser er in dieser Disziplin halt tatsächlich ist. Hier kann man einfach mal sehen, wie viel dieses bisschen weiße Pulver namens Lithium-Titanat tatsächlich schon bringt. Ja, das ist Wahnsinn. Okay, ihr wolltet sehen und jetzt durchbohren wir das Ding. Also, los geht's. Jo, krasse Nummer, oder? Ich weiß, das ist ressourcenmäßig natürlich eine Verschwendung und das finde ich auch selber in dem Falle nicht gut. Aber mir geht es einfach darum, euch glaubhaft zu zeigen, dass nicht alle Lithium-Akkus gefährlich sind und dass es einfach auch unterschiedliche Lithium-Akkus gibt. Also nicht jeder Lithium-Akku ist unbedingt gefährlich und manche sind es aber auch. Also da muss man halt absolut differenzieren und das möchte ich euch einfach mal nahelegen und zeigen. Ja, dieser Akku, den ich jetzt hier durchbohrt habe, ist es offensichtlich nicht. Und ihr seht auch, dass manche dieser Lithium-Akkus, wie zum Beispiel der Lithium-Titanat-Akku, praktisch die sichersten Akkus überhaupt sind. Also auch das muss man einfach mal sagen. Und ich möchte damit einfach Vertrauen schaffen. Und ich war natürlich auch wahnsinnig neugierig, was passiert. Ja? Ich bitte euch aber, macht das nicht nach und schon gar nicht mit anderen Akkutypen. Da kann das Ganze halt mit schweren Verletzungen enden. Also bitte macht das nicht, wenn ihr nicht wisst, was ihr da tut. Und es macht auch gar keinen Sinn. Wie gesagt, ich habe es ja jetzt einmal gemacht und ich hoffe, dass es reicht. Ich werde den Akku jetzt wieder versiegeln und dann natürlich zum Recycling bringen. Ja? Und jetzt gehen wir weiter und schauen uns mal den Wirkungsgrad an. Dann
Was den Wirkungsgrad angeht, finde ich erstaunlicherweise sehr unterschiedliche Aussagen bei meiner Recherche. Diese reichen von 85% bis 98%. Ich habe zwei YouTuber gefunden. Ich zeige euch hier unten auch die Quelle. Die haben es tatsächlich mal nachgemessen, natürlich mit relativ ungenauen Methoden zugegebenerweise. Und es ist alles, wie sie es gemacht haben, auf jeden Fall diskussionswürdig, keine Frage. Dennoch ist es erstmal eine Messung, die man auch nachvollziehen kann und einfach sehen kann. Und das finde ich persönlich sehr gut und auch glaubhaft in irgendeiner Form. Ja? Und beide haben diese Messung komplett unabhängig voneinander gemacht und sind auf einen Wirkungsgrad von ca. 98% bis 99% gekommen. Was heißt das? Die haben das Ding halt aufgeladen und wieder entladen, haben geguckt, wie viel Energie habe ich reingesteckt, wie viel Energie habe ich dann rausgenommen und das einfach durcheinander geteilt, also quasi geguckt, wie viel habe ich verloren dabei bei einem Zyklus, und das ist der Wirkungsgrad. So einfach macht man das. Okay, natürlich kann der Akku nicht nur Vorteile haben, sondern auch Nachteile, selbstverständlich. Und das sind genau zwei Nachteile, die er hat. Ich zeige euch hier eine Grafik, in der die Energiedichte angegeben ist. Also wie viel kann der Akku im Vergleich zu einem anderen gleichen Gewicht speichern? Die Energiedichte ist sehr gering und liegt bei ca. 110 Wattstunden pro Kilogramm. Und das liegt wirklich sogar nochmal unter Lithium-Eisenphosphat und unter dem brandneuen Natrium-Ionen-Akkus. Ja? Falls es euch interessiert, hier oben ist ein Video zu dem Natrium-Ionen-Akku, was ich mal gedreht habe. Und guckt rein und schaut es euch an, auch ein wahnsinnig spannendes Thema. Und die Energiedichte ist auch nochmal ganz deutlich unter den bald kommenden Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid-811-Akkus. Also es sind besonders nickelreiche Akkus und besonders kobaltarme Akkus, auf die man im Moment auch wirklich sehr stark wartet. Die werden bald kommen, wenn sie nicht schon auf dem Markt sind. Ich habe jetzt nicht mehr geguckt. Die werden vermutlich eine sehr große Rolle spielen und man sieht halt, die Energiedichte bei diesen Dingern ist halt viel, viel höher als bei dem Lithium-Titanat-Akku, und das ist halt leider doof. Ein weiterer Nachteil, und der wahrscheinlich fast der größte Nachteil ist, ist halt leider der Preis. Dieses weiße Pulver, von dem ich geredet habe, ist nämlich leider sehr, sehr teuer, und der Preis ist von den Dingern ungefähr dreimal so hoch bezogen auf die speicherbare Energiemenge, was natürlich halt auch die breite Markteinführung einfach verhindert. Eine weitere Frage, die wir uns noch stellen müssen, ist natürlich, wird noch geforscht an dem Ding? Ja klar, absolut. Weil natürlich wahnsinnig viele Einsatzbereiche für dieses Teil da sind, einfach schon alleine wegen der Temperaturbeständigkeit und wegen dieser wahnsinnigen Leistungsdichte, die er bietet. Und eine mega spannende Weiterentwicklung sind hierarchisch angeordnete Nanomaterialien in Lithium-Titanat-Akkus. Ja? Also noch mehr Hightech im Akku geht einfach nicht. Und deswegen werde ich genau darüber meine nächste Folge am kommenden Sonntag drehen. Und freut euch drauf, es wird auch wahnsinnig spannend, super cooles Thema. Und ach ja, falls ihr selbst irgendwie Lithium-Titanat-Akkus nutzt, zum Beispiel für eine große Powerwall oder was weiß ich nicht was, für ein E-Bike, irgendwas, ich kann es mir nicht vorstellen, aber wäre trotzdem irgendwie cool, dann erzählt mir doch mal von euren Erfahrungen, ich würde es echt gerne sehen. Und falls ihr Interesse habt und euer Projekt wirklich spannend ist, so würde ich euch sogar anbieten, das hier auf meinem Kanal vorzustellen. Wir können ein Interview machen oder zusammen Videos schnibbeln, fände ich cool und wahnsinnig interessant, deswegen biete ich das an und ich freue mich auf eure Beiträge und bin gespannt, auf was daraus wird. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, wie immer, und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ach, ciao.